Als Vater habe ich während der Pandemie hautnah erlebt, welche Bedeutung die Schule für den Alltag unserer Kinder hat. Die Bedeutung der Schule als zweitwichtigster Lebensraum für die psychosoziale Gesundheit unserer Kinder neben dem Elternhaus, ja, das haben Studien gerade jetzt noch belegt. Kinder und Jugendliche sind diejenigen, die die größten Entbehrungen und Belastungen in der Pandemie erdulden mussten. Wir haben sehr unter der chaotischen Bildungspolitik der schwarz-gelben Landesregierung gelitten. Viele Hinweise der Schülerinnen und Schüler und Eltern wurden während der Pandemie von der Schulministerin einfach ignoriert. Ihre Ängste und Nöte in Bezug auf den Leistungsdruck und ihre Gesundheit wurden nicht angemessen berücksichtigt. Für Sie müssen wir jetzt eine gute Bildungspolitik machen und mit Ihnen ins Gespräch kommen. Ich freue mich, dass unser Schulexperte Jochen Ott es sich zur Aufgabe gemacht hat, diese Gespräche mit Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrerverbänden und Schulleiterinnen und Schulleiter auf den Weg zu bringen. Gerne wäre ich persönlich dabei, um mit Ihnen allen die drängendsten Herausforderungen an unseren Schulen zu diskutieren. Da mir leider nicht möglich ist, an diesen Gesprächen teilzunehmen, möchte ich die Stärken der Digitalisierung nutzen und mich dazu schalten. Schulpolitik ist nämlich wichtig und uns eine Herzensangelegenheit. Hier gibt es nämlich viel zu tun und wir packen das alles an, im Dialog mit Ihnen. Für diese vielen und spannenden Gespräche danke ich Ihnen, den Gesprächsgästen, bereits jetzt im Voraus für Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen allen eine interessante politische Mittagspause. Herzlich willkommen zur bildungspolitischen Mittagspause der SPD-Landtagsfraktion. Ich freue mich, dass Sie zugeschaltet haben in unserer Reihe Lehren aus Corona. Und ich freue mich über zwei spannende Gäste in der heutigen Mittagspause. Das ist zum einen Heike Herold von Soziokultur NRW und zum anderen der Chef der Sportjugend Nordrhein-Westfalen und der Vizepräsident des Landessportbundes, Jens Wortmann. Auch Ihnen herzlich willkommen. Und wir fangen wie immer damit an, dass ich die beiden bitte, sich einmal kurz vorzustellen. Frau Roth, wollen Sie anfangen? Gerne. Ja, ich bin Heike Herold, seit 2019 Geschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren in NRW. Wir haben 75 Mitglieder in den ganzen Städten NRWs und wir haben auch die Ehre, Fördermittel zu vergeben mit Landesmitteln, um im Bereich von Projekten der kulturellen Bildung oder Kooperationen oder Konzepten zu unterstützen, die Szene, sowohl die freie als auch die sozusagen soziokulturell verankerte Szene in den Orten. Und zugleich bin ich Vorsitzende des Bundesverbands Soziokultur und auch stellvertretende Vorsitzende des Kulturrats in NRW. Herzlichen Dank. Und Herr Wortmann. Ja, guten Tag, mein Name ist Jens Wortmann. Ich bin Vorsitzender der Sportjugend Nordrhein-Westfalen und Vizepräsident des Landessportbundes. Wir bewegen Woche für Woche mit unseren 18.000 Sportvereinen hier in NRW 2 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, tun das mit über 300.000 ehrenamtlichen Trainerinnen, Trainern und Übungsleitungen. Vielen herzlichen Dank. Wir haben Kultur und Sport mal platt gesagt hier eingeladen, weil in der Pandemie ja insbesondere die Kulturszene, aber auch viele Sportvereine immer wieder Alarm geschlagen haben und gesagt: Was macht ihr da eigentlich gerade? Wir sind doch für die Bildung der Kinder und Jugendlichen in unserem Land von besonderer Bedeutung. Deshalb möchte ich in der ersten Runde, ich frage mal bei Herrn Wortmann an, fragen: Wie war das für den Sport, wenn ich Sie mal so betiteln darf, in der Pandemie? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Also wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Wir haben Erfahrungen gemacht, dass Sport, Bewegung ein elementares Bedürfnis ist. Das hat die Pandemie sicherlich nochmal gezeigt, weil ja vieles nicht mehr möglich war. Und haben eben auch gesehen, wie wichtig das Menschen ist. Das war erstmal die positive Erfahrung. Also ich glaube, das Bewusstsein für den Wert vom Sport im persönlichen Leben ist gestiegen. Und natürlich haben wir wie viele andere Bereiche auch die Erfahrung gemacht, dass es mit dem Sport auch nicht immer geklappt hat. Sei es im Vereinssport, wo wir am Anfang Beschränkungen hatten, die dann schrittweise gelockert wurden. Irgendwann hat man ja dann, glaube ich, auch erkannt, wie wichtig das ist und hat das dann auch für den Sport insgesamt großzügig gelockert. Und wir hatten ja jetzt auch keinen zweiten Sportlockdown in diesem Winter. Das war positiv. Und gleichzeitig haben wir eben auch erlebt im Kontext Schule, dass dort Sport auch etwas war, was immer mal wieder auch hinten rüber fiel, wenn ich nicht engagierte Lehrerinnen und Lehrer hatte, weil die Rahmenbedingungen eben einfach schwierig waren, nicht gut waren. Und wir haben sicherlich festgestellt, dass es ganz
stark darauf ankommt, dass wir gut qualifizierte Sportlehrerinnen und Sportlehrer haben, die dann auch kreativ mit solchen Herausforderungen umgehen konnten. Und die haben wir eben nicht überall. Gerade in den Grundschulen haben wir eben auch viel fachfremdes Personal. Da besteht sicherlich noch Luft nach oben. Aber warum ist der Sport so oft hinten runtergefallen? Was war eigentlich der ausschlaggebende Punkt? Alle sagen noch in Sonntagsreden Sport, Bewegung. Es gibt die alten lateinischen Sprüche zum gesunden Körper. Warum ist das aus Ihrer Sicht hinten runtergefallen? Also das eine ist, dass ja Sport in der Schule oft auch das ist, was dann zusammen mit Kunst und Kultur immer mal hinten rüberfällt. Also es war ja auch schon so, dass wir auch schon vor Corona immer mal die dritte Sportstunde hatten, die nicht immer gegeben wurde. Also das heißt, das sind auch keine Probleme, die vor der Pandemie nicht da waren, sondern das sind Probleme, die wir auch schon vor der Pandemie hatten, die jetzt nicht gänzlich neu waren. Und sicherlich war da auch bei vielen eine Sorge, weil ich habe Bewegung, ich habe ganz andere Formen. Also Kinder sitzen eben nicht fest am Platz, sind kontrollierbar. Ich weiß, wer war der Nachbar, wer war die Nachbarin. Sondern die bewegen sich, die spielen miteinander. Eventuell unterschreiten sie einen Mindestabstand. Und da war für viele eben auch eine Verunsicherung da, die dann eben nicht wussten, wie gehen wir damit um, wie können wir das sicher anbieten. Also neben der allgemeinen Stellung, die vielleicht der Sport immer so im Empfinden zumindest hat, dass es eben anders als Mathe, Englisch, Deutsch nicht das erste Fach ist, das gesichert wird, waren sicherlich auch die im Fach liegenden Herausforderungen. Vielen herzlichen Dank. Frau Herold, ich glaube, die Leopoldina hatte sogar am Anfang des ersten Lockdowns gesagt, das Wichtigste ist Deutsch, Englisch, Mathe in der Schule. Alles andere erstmal weg. Insofern schließt das da nahtlos an. Wie ist es der Kultur in der Pandemie gegangen? Ja, ich kann das auch erstmal vom Negativen her berichten. Tatsächlich waren wir als Ort der Ansteckung identifiziert, denn die Läden wurden erstmal dicht gemacht. Am 11.03.2020 wurde das erste Haus in Krefeld von uns zugemacht. Und das hat natürlich einen großen Schrecken verursacht und das ging dann durch die ganzen Szenen. Das hat ja niemand bislang erlebt. Und überhaupt auch zu erwägen, wie geht das aus? Was sind dann für Mechanismen, die greifen? Insbesondere die Soziokultur erwirtschaftet ja zwischen 30% und 70% selber, um mit dem Umsatz sozusagen auch Kulturprogramm zu machen. Und Künstlerinnen und Künstler leben von dieser Arbeit. Das ist alles komplett weggebrochen. Die Arbeitsgrundlage war weg. Sowas haben wir alles noch nicht erlebt. Und dann gab es mit stückweiten Öffnungen mehr zum Sommer hin Versuche, Dinge wieder aufzumachen, zu versuchen, Open-Air-Veranstaltungen zu machen. Mit Bundesprogrammen wurde in die Digitalisierung investiert, was, das muss ich schon sagen, der Soziokultur auch durchaus gut tut. Aber letztlich ist natürlich das, was wir wollen, an die Menschen ranzukommen und über Ästhetik zu verhandeln, das Kreative herauszulocken. Und das ist ja unser Hauptargument, weshalb wir natürlich wirkungsvoll sind in der Arbeit, die wir machen. Dann lassen wir doch den Schritt nach vorne gehen. Und da will ich bei Ihnen dann direkt anknüpfen. Wenn wir jetzt, also nachher ist man immer schlauer, ist klar. Aber wenn man jetzt mal zurückblickt auf die 2 Jahre, welche Rolle hätte denn jetzt in Ihrem Fall die Kultur spielen können? Oder anders gefragt, wenn man in die Zukunft blickt, auf was muss man demnächst achten? Nicht, dass ich mir jetzt die nächste Pandemie wünsche, aber man muss ja, der Mensch soll ja lernen, auch aus Fehlern. Wo hätte die Kultur in dieser Pandemie helfen, unterstützen können und wo hätte ihr geholfen werden können? Also erstmal ist natürlich die Kultur auch ein Ort, der zur Verfügung gestellt wird der Begegnung und kann da auch ein Ort für Schule sein. Wir haben ja lange die Diskussion gehabt, mit wie vielen Kindern kann Schulunterricht stattfinden, Dezentralisierung und all das. Also man muss ja im Grunde eine Kommune als ganzes System denken und da spielen natürlich die Kulturveranstalter und innen auch eine große Rolle. Insofern hätte man da natürlich auch in Kooperation, glaube ich, Dinge entwickeln können, um ein bisschen besser über die Pandemie zu helfen und nicht erstmal alles kategorisch einfach nur dicht zu machen. Und letztlich, das ist ja ähnlich wie im Sport, ist natürlich die Erfahrung da, wo vorher schon was nicht ganz rund lief, ist natürlich noch mal mehr aufgeploppt, wo Schwachstellen sind. In der Kommunikation mit Schule, es braucht Kooperation, es braucht Kommunikation, Koordination ganz viel, damit das gut gelingt, weil die Bedarfe sind jeweils total unterschiedlich. Wenn das aber mal läuft, haben insbesondere Kinder und Jugendliche wahnsinnig viel davon und wachsen auch mit den Angeboten natürlich. Und was, glaube ich, mehr geholfen hätte, auch ein bisschen mehr an die Hand zu nehmen, das haben wir als Landesverbände versucht, aber auch wir mussten natürlich uns auch erstmal orientieren, was ist denn überhaupt los, was geht.
die Hygieneschutzverordnung. Ist jetzt ein bisschen ein alter Hut, aber in jeder Stadt sind die anders behandelt worden und haben natürlich viel Ressource auch genommen, sich sozusagen damit zu beschäftigen, und sehr individuelle Lösungen mussten gefunden werden. Ein bisschen mehr Absprache, ein bisschen Gleichförmigkeit, obwohl das nicht unser Thema ist, Gleichförmigkeit, aber ich glaube, in der Behandlung gleichförmig arbeiten, damit wir wissen, worauf wir uns einlassen. Im Sinne der Strukturen. Ja. Ne? Das wäre dann die Frage auch an den Sport. Wenn der Sport zurückblickt, was würde er sich für die Zukunft im Grunde genommen wünschen? Was kann er anbieten? Also ich glaube, das, was wir anbieten können, ist Bewegung, Spiel und Sport, die einen unglaublichen Beitrag zur Bildung junger Menschen leisten. Nicht nur in der motorischen Entwicklung, die ja total wichtig ist, in der gesundheitlichen Entwicklung, aber auch in der kognitiven Entwicklung. Also wir wissen ja seit langem, dass ausreichende Bewegung auch dazu beiträgt, dass dann eben auch Mathe, Sport und Deutsch besser funktionieren, weil die kognitive Entwicklung durch ausreichende Bewegung eben stimuliert wird. Und da ist es wichtig, dass das eben auch im Bewusstsein ist, dass ich also nicht Bildung nur auf einen Aspekt verschränken kann, sondern dass ich diese ganzheitliche Bildung brauche. Und dazu gehören dann eben Kunst, Kultur, Sport, ausreichende Bewegungszeiten. Und wenn wir sehen, gerade auch mit dem kommenden Rechtsanspruch auf den Ganztag, dann brauchen wir verlässliche Bewegungszeiten, sei es im Bereich des Sportunterrichts, sei es aber auch im Bereich des außerunterrichtlichen Schulsports, also über AGen, über Ganztagsangebote. Und dann brauchen wir eigentlich die tägliche Bewegungseinheit, die tägliche Bewegungsstunde auf Dauer im Zusammenspiel mit Vereinen, mit den Trägern des offenen Ganztags, mit dem Schulsport. Und dann müssen wir daran denken, weil Schule ist der Ort, in dem Kinder und Jugendliche einen Großteil ihres Alltags verbringen. Und wir haben eben nicht überall die sozioökonomischen Settings, die dann dafür sorgen, dass das außerhalb von Schule mit Bewegung noch klappt. Deswegen brauchen wir verlässliche Bewegungsangebote am besten an jedem Tag im Bereich der organisierten Schule. Ja, wenn Sie jetzt über den Ganztag reden, dann reden wir ja zum Beispiel auch über Mittagspausen und über Ernährung. Und da, glaube ich, kann man sagen, Sport und Ernährung ist ja auch sehr miteinander verwoben. Also gute Sportler achten natürlich auch auf ihre Ernährung. Insofern wäre das dann Gesundheitsbildung im umfassenden Sinne? Es geht um Gesundheitsbildung und es geht eben auch darum, diese Potenziale auch mal unverzweckt von Sport. Also wirklich einfach mal sich den Kopf, also auspowern, den Kopf frei bekommen, einfach auch mal Freude haben, weil das ist ja mindestens genauso gut wie auch die verzweckte Bewegung, wenn ich jetzt eine konkrete motorische Fähigkeit erlebe. Ich lerne so viel an sozialen Kompetenzen, wenn ich miteinander beispielsweise spiele, miteinander spielen statt gegeneinander spielen. Das sind ja ganz viele soziale Kompetenzen, die ich lerne. Und wenn wir das sehen, wie umfassend das ist, dann haben wir ganz viele Potenziale. Und wir können als Sportler natürlich auch als Partner helfen. Wir haben ein Sporthelferprogramm. Vor Corona haben wir 8.000 Sporthelferinnen und Sporthelfer ausgebildet, die Pausensport anleiten, die AGs an Schulen anleiten. Das müssen wir jetzt nach Corona wieder starten, weil die Zahlen sind mit Corona deutlich zurückgegangen. Also es wurde noch ein Viertel so viel ausgebildet, weil auch das eben nicht Priorität hat. Und ich kann das auch aus der individuellen Perspektive der LehrerInnen verstehen, die gerade ganz andere Herausforderungen haben. Aber da müssen wir den Blick haben, dass auch sowas wertvoll ist. Denn das ist nicht nur für die Schule wertvoll, sondern diese Sporthelferinnen und Sporthelfer beispielsweise sind ja auch die potenziellen Übungsleitungen, die dann ehrenamtlich im Verein weiter Kinder und Jugendliche bewegen. Mhm. Geben wir da direkt wieder den Ball rüber. Bewegung ist das eine, gute Ernährung gehört damit zu, in der Kultur. Also ich habe immer gesagt, wäre doch schön, wenn jedes Kind einmal Theater spielt im Laufe seiner Schulzeit, dann lernt es auch viele andere Kompetenzen, die eigentlich gar nichts nur mit Kultur zu tun haben. Wie sehen Sie das? Wie könnte man die Rolle der Soziokultur, der Kultur insgesamt in den Schulen stärken? Es ist ein hoher Resilienzfaktor, der von der Kultur ausgeht, würde ich meinen, weil das auch bei uns ein Teil ist Bewegung. Theater, Tanz hat immer auch mit Bewegung zu tun, das heißt Musik. MusikerInnen sind meistens sehr sportlich, also weil die natürlich auch eine körperliche Fitness brauchen. Aber ich bin sehr für einen systemischen Ansatz auch von Schule. Ich brauche einerseits eine Individualisierung, glaube ich, dass Schule ein Profil vielleicht entwickelt für sich, im kulturellen, im sportlichen Bereich, hoffentlich auch gemeinsam. Und weil sich natürlich vieles auch ergänzt. Also wir haben viele Zentren, die Erinnerungsarbeit machen zum Beispiel. Das verknüpft sich doch wunderbar mit Geschichte, mit verschiedenen sprachlichen Angeboten, mit Deutschunterricht und dergleichen. Musik und Mathematik hat ganz viel miteinander zu tun. Also man kann super Verknüpfungen bilden, aber es fällt total hintenüber. Darüber hinaus, neben diesem formalen Ansatz, sind wir natürlich in der Soziokultur auch sehr dafür, außerschulische Lernorte anzubieten, weil gerade im Ganztag muss man die
Kinder mal rausholen aus dem Laden, oder? Also warum müssen wir mal ihr Weltbild auch eröffnen? Das gilt übrigens auch für LehrerInnen. Also mal was anderes kennenzulernen, Welt kennenzulernen, wie sie in Schule nicht stattfindet. Sie sind ja sehr fokussiert auf das, was sie da tun. Es gehört zum Leben, also zu so einer Lebensfähigkeit ein bisschen mehr dazu. Ich mache keine Unterstellungen, aber ich glaube, es ergänzt sich natürlich alles wunderbar. Und insofern sind, glaube ich, die Angebote miteinander zu denken, ist eine große Aufgabe. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Programme wie Kultur in Schule, J-Kids und dergleichen. Es ist aber alles auch noch sehr formal und es gibt dann natürlich immer noch Angebote, die sehr viel freier sind, weil wir müssen ja lernen, damit umzugehen, als freie Menschen in der Welt, als Individuen in dieser Welt zu bestehen. Und das ist natürlich etwas, übrigens sind auch KünstlerInnen oft Menschen, die Kinder ganz toll finden, also weil die ungewöhnlich sind, die machen was Besonderes, die gehen über ihre ästhetische Arbeit auf eine ganz besondere Art und Weise mit der Welt, mit Techniken um und das finden die total spannend und ich glaube, darum geht es natürlich auch, Anregungen zu schaffen, Impulse zu geben für ein Leben in der Zukunft. Ne? Also es muss ja irgendwo hingehen. Diese Anregungen, also ich erinnere mich immer an die Sporttrainer, also ob es beim Fußball, beim Handball ist oder bei anderen Sportarten, ne, die auch Jungs, die sag mal, in einem bestimmten Alter besonders herausfordernd sind, schon mal deutliche Ansagen machen können, ne, und auch Respektspersonen, Vorbilder sind. Oder Schauspieler. Ich weiß, dass ich in der 8. Klasse mal Linie 1 im Schauspiel aus Köln gesehen habe und Volker Niederfahrenhorst, ich habe den vergöttert. Es war so toll und er hat lange nachgewirkt. Also diese Möglichkeit, andere zu treffen. Aber da stelle ich jetzt mal die Frage, haben wir nicht in unseren Köpfen, auch den Köpfen der Eltern, überall drin, im Sportunterricht gibt es am Ende eine Note und die steht im Zeugnis. Und im Deutsch- oder im Literaturkurs gibt es am Ende eine Note. Das heißt, ist nicht eins der Probleme, warum die Verknüpfung nicht klappt, dass in der Schule letztlich immer was mit der Selektionsfunktion von Schule zu tun hat. Das heißt, am Ende gibt es eine Note. Und was Sie jetzt beschrieben haben, das ist ja Bildung, die weit über ein Zeugnis hinausgeht, sondern die lebenstauglich machen soll oder die Anhaltspunkte fürs Leben geben soll. Wie sehen Sie das? Ja, unbedingt. Und das ist ja eine wunderbare Ergänzung und auch vielleicht eine Feststellung auch von Lehrerinnen oder Schule. Welche Kompetenzen hat denn das Kind, mit dem ich es gerade hier zu tun habe? Greift das, was ich anbiete, oder braucht es ergänzende Angebote, um zu wachsen, um zu werden? Und ich glaube, da bietet die Kultur, der Sport sicher auch ganz viele Angebote, da auch auf jemanden einzugehen, was vielleicht in Schule nicht so funktioniert. Und ich glaube, wir haben auch gute Modelle, was Community Work oder dergleichen anbelangt, dass ein Zusammenwachsen von Gruppen passiert, dass das soziale Gefüge geprobt werden kann, dass der Umgang in der Gesellschaft geprobt werden kann und dieses ästhetische Moment ganz wichtig ist, um sich selber auch zu entdecken, sich zu identifizieren und damit auch einen Standpunkt zu haben. Also dieses Thema Selbstwirksamkeit ist ja in der kulturellen Bildung immer so ein wichtiges Stichwort. Und das ist natürlich auch richtig. Wie sehen Sie das beim Sport? Ja, also die Notendiskussion im Sport ist ja eine alte. Und es gibt, glaube ich, gute Argumente auf beiden Seiten. Ich glaube, diese Diskussion ist im Sinne einer Reflexion immer wieder wichtig, ohne dass ich jetzt schon sagen würde, wir würden eher der einen oder der anderen Seite zuneigen. Man kann ja auch darüber diskutieren, was denn eigentlich benotet wird. Mhm. Da sehen wir auch in anderen Staaten dieser Erde, dass es auch unterschiedliche Systeme gibt. Was belohnen wir denn oder was benoten wir? Das ist der Vergleich. Also bin ich der oder die Schnellste in der Klasse, der oder die Kräftigste, oder belohne ich relative Leistung nach dem Motto, wer den 100-Meter-Lauf in unter 12 Sekunden schafft, der kriegt die Note. Oder aber, wie es auch beispielsweise in skandinavischen Ländern immer stärker relevant wird, belohne ich beispielsweise Entwicklung. Also wer hat eigentlich in diesem Jahr welche Entwicklung gemacht und an sich selbst gearbeitet, sodass ich, wenn ich von unterschiedlichen Ausgangspunkten komme. Ich glaube, diese Diskussionen kann man führen. Die können sinnvoll sein, auch im Sinne der Selbstvergewisserung. Aber wir sollten eben auch nicht nur an den Sportunterricht denken. Wir sollten eben auch an die weiteren Möglichkeiten am Lernort Schule denken. Stichwort Ganztag, dazu gehören dann eben auch Angebote. Das können Neigungsdinge sein, Dinge, wo ich Dinge ausprobieren kann. Sei es, dass ich auch mal Natursport mache, Outdoor-Sport. Das kommt ja im Schulsport, wenn ich nicht gerade ein Gelände habe, das ans Grüne grenzt, kann ich zum Beispiel nicht einfach mal in den Wald gehen, irgendwelche Übungen im Wald machen, Geländespiele, Natursport, Outdoor-Sport. Und da haben wir eben auch Potenziale in der Kooperation von Schule, außerschulischen Bildungsträgern, über den Ganztag mit entsprechend qualifizierten Fachkräften. Auch diese Potenziale müssen wir mitdenken. Und das müssen wir, glaube ich, vernetzt denken. Und dann haben wir eben diese Ergänzung von
unterrichtlichem Schulsport, außerunterrichtlichem Schulsport. Und wir brauchen Gesamtkonzepte, die eben die ganzheitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Blick nehmen und eben auch klar machen, es ist nicht nur Sport in Anführungszeichen, sondern es ist ein gelingender Beitrag und ein wichtiger Beitrag zur gesamten Bildung. Also das Haus des Lernens und dann der gesunde Mensch, der in allen seinen Dimensionen gebildet wird. Ich würde nochmal, beide haben Sie jetzt davon gesprochen, Sie haben es explizit genannt, Selbstwirksamkeit. Wir haben uns ja sehr viel mit den Kindern und Jugendlichen beschäftigt, die die Schule abbrechen, die nicht in der Ausbildung gehen. Wir haben leider erschreckende Zahlen, 20% der 15-Jährigen, die nicht richtig lesen, rechnen und schreiben können. Und wenn man sich mit den Experten, mit den Sozialarbeitern, mit den Handwerksmeistern, die in den Jobcentern, aber auch in den Handwerkskammern sich damit beschäftigen, dann beschreiben die immer genau das. Das Erste, was sie tun, ist Selbstwirksamkeit herstellen, diesen jungen Leuten und teilweise auch denen, die dann mit Anfang 20 noch in die Maßnahmen gehen, erstmal wieder das Gefühl zu vermitteln, ich kann was, ich strenge mich an und ich sehe einen Erfolg. Und sie sprechen auch von Selbstwirksamkeit. Das heißt, Kultur und Sport wären eigentlich eine sehr niederschwellige Art, sehr früh schon anzufangen, ja, Selbstvertrauen wieder aufzubauen. Unbedingt. Und man darf da eben nicht in, also das ist so eine Diskussion in der Kultur gerade, wo wir immer sehr in Produkte gedacht haben. Das hat sehr mit der Förderkonstruktion und Förderlogiken zu tun. Wir gehen immer mehr dazu über, in Prozesse zu denken. Und das ergänzt ja diesen Gedanken wahnsinnig, sozusagen eine Lebensbiografie vor sich zu haben und diese zu helfen, zum Gelingen zu bringen, mitzugestalten, durch gesellschaftliche Prozesse, Demokratiebildung, alles, was dazugehört, sozusagen einen fertigen Menschen zu machen, der aber auch mit anderen Menschen zurechtkommt. Ne? Das ist ja gerade, wir sind in einer großen Krise und haben auch gerade viele Erlebnisse diesbezüglich gemacht. Ich glaube, es geht auch um Halt zu geben und das Miteinander zu befördern, Austausch zu befördern. Es geht nicht darum, Harmonie nur zu entwickeln, sondern sozusagen auch die Auseinandersetzung zu fördern. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, Schule hat sich total weiterentwickelt. Also meine Zeit, ich bin sozusagen noch Teilzeit zur Schule gegangen, das war ja völlig anders, es ist viel passiert. Aber es ist auch, der Druck ist wahnsinnig hoch. Wie sollen denn junge Menschen damit langfristig zurechtkommen, wenn der Knüppel sozusagen schon ganz früh kommt? Und dann noch gefangen zu sein, so sehe ich das manchmal, in so einem Ganztagskontext, wenn man nicht gut zurechtkommt. Ich glaube, die, die gut zurechtkommen, die Chancen haben, auch durch das Elternhaus, die eine andere sozialräumliche Chance haben, ist das vielleicht überhaupt kein Thema, aber für alle die, die ein bisschen abzuhängen, drohen, kann man, glaube ich, andere Gebote machen, die einen mehr abholen. Konzept Schule, was Sie beschreiben, ist nicht für jedermann gleichermaßen geeignet. Deshalb nochmal jetzt aus Corona startend. Was wünschen Sie sich als Sport, muss jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passieren, damit man zumindest einen Teil der entstandenen Defizite aufholt? Und ich glaube, auch viele Sportvereine haben ja auch das Problem, dass Jugendliche verloren gegangen sind in den letzten 2 Jahren, denke ich, auch wahrscheinlich Erwachsene. Ja, also wir hatten einen Mitgliederverlust im letzten Jahr, um dazu bei der Ritz zum Anspruch. In diesem Jahr sehen wir aber, es scheint sich zu stabilisieren. Also wir haben zumindest keinen weiteren Dropout, teilweise sogar leichte Zugewinne. Das zeigt, wenn die Angebote wieder da sind, die Menschen kommen wieder. Also ich brauche diese Angebote. Wenn wir aber gucken, was wünschen wir uns eigentlich nach Corona? Also wir haben festgestellt, die tägliche Bewegungszeit junger Menschen ist deutlich zurückgegangen. Das heißt, wir haben Bewegungsdefizite. Da brauchen wir mehr Bewegung und da ist Schule das System, das alle Kinder und Jugendlichen erreicht. Und deswegen brauchen wir eben verlässliche Bewegungsangebote eigentlich an jedem Tag in der Schule. In der Kombination von Sportunterricht und außerunterrichtlichem Schulsport. Ich würde im Übrigen noch weitergehen und sagen, auch in der frühkindlichen Bildung brauchen wir das. Wir sprachen über Selbstwirksamkeit. Wir brauchen das eigentlich schon in den Kitas, dass wir auch da Bewegung zum elementaren Bestandteil machen. Und da erfahren Kinder Selbstwirksamkeit, weil körperlich merke ich das ganz schnell, wenn ich das erste Mal über einen Balken balancieren kann. Dann bin ich unglaublich stolz. Und wenn man sich anguckt, wie Kinder das erste Mal beispielsweise balancieren, dann strahlen die und erleben Selbstwirksamkeit sehr, sehr früh. Aber wir brauchen eben das Augenmerk auf diese Bewegungsangebote, vielfältige Bewegungsangebote. Wir müssen das, was jetzt an ersten Aktivitäten im Schwimmen angelaufen ist, das muss weitergehen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir keine Generation der Nichtschwimmer haben. Auch da brauchen wir entsprechende Angebote, schulisch, außerschulisch. Und ganz wichtig, wir müssen das Bewegungsbedürfnis von Kindern und Jugendlichen nicht nur auf Schule begrenzen, weil wenn ich eins in den letzten 2 Jahren im Gespräch mit jungen Menschen gemerkt habe, die wollen nicht nur Schülerinnen und Schüler sein. Also müssen wir das auch ganzheitlich denken und auch die Sportangebote, die Bewegungsangebote in der Freizeit weiter anbieten. Unsere Sportvereine sind da auf
dem Weg, sind gut aufgestellt. Und wenn wir alles vernetzt denken, können wir, glaube ich, viel erreichen für Kinder und Jugendliche. Aus der Pandemie rauskommt, frage ich auch Sie, das Rheingold-Institut in Köln, Marktforschungsinstitut, hat in einer neuen Studie jetzt beschrieben, dass ganz viele junge Erwachsene, in dem Fall ging es um 18- bis 29-Jährigen, aber ich denke, das kann man dann auch nach vorne ziehen, antriebslos geworden sind. Also die sagen, es ist wirklich erstaunlich, gerade in der jungen Generation, wo normalerweise es losgeht, wo man sich schminkt, wo man sich schön anzieht, wo man rausgeht am Wochenende, jedenfalls aktiv ist. Über 42% beklagen Antriebslosigkeit und irgendwie so, es ist eigentlich eine bedrückende Situation. Und auf diese Pandemiesituation kommt auch jetzt noch der Krieg mit der Angst, was passiert da eigentlich, atomare Bedrohung und Ähnliches. Und das alles macht ja viel mit jungen Menschen. Insofern die Frage, auch jetzt im Hinblick auf, was Sie eben schon gesagt haben, Kultur, was wünschen Sie sich, was könnte man jetzt gerade im kulturellen Bereich machen, um die Menschen da auch und gerade jungen Menschen da abzuholen? Naja, wir stellen ohnehin fest, dass wir eine junge Generation haben, die eher sehr sicherheitsbewusst ist, die anders in den Jobs agiert, vielleicht auch in Schule. Und es geht natürlich darum, auch ein bisschen mehr Impulsen nachzugehen, Herausforderungen nachzugehen, ein bisschen Mut zu haben, in die Welt zu steigen. Und das macht die Soziokultur, das machen auch andere Kulturhäuser natürlich auch da Angebote. Aber es fehlt oft echt an Struktur. Und immer nur über Projektförderung zu agieren, das ist unser Grundproblem, ist einfach die Situation, dass dann keine Bindungen aufgebaut werden können über längere Zeiten, um diese Prozesse zu entwickeln. Und das ist ja mein Hauptthema. Wir müssen eigentlich die Strukturen erstmal sicherstellen, auch in der Kultur, die sozusagen nicht institutionell gefördert ist. Und ich glaube, es braucht nicht so viel, um nochmal einen draufzugeben, wie die Theater oder Museen, die ja auch ihren Wert haben. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Aber wir brauchen daneben auch nochmal so eine Entwicklung, die Strukturen von diesen Einrichtungen zu unterstützen, damit sie auf Schule zugehen können. Wir brauchen Koordinatoren in Schule. Ich hatte mal die Gelegenheit, neben so einem bei einem Abendessen zu sitzen und der hatte nichts anderes zu tun, als zu versuchen, diesen Job loszuwerden, weil das so anstrengend ist. Und also das war ein ganz toller Mensch und toller Lehrer. Aber das war alles total anstrengend. Also wir brauchen auch da sozusagen Freistellungen für diese Aufgaben, damit die erledigt werden können. Also Kultur ist Arbeit, ne? Also es ist irgendwie nicht einfach nur Fun und Freizeitvergnügen. Vielleicht da jetzt anknüpfend. Wir haben also festgestellt, es gibt einen engagierten Sportbereich, es gibt einen engagierten soziokulturellen Bereich in Nordrhein-Westfalen. Und wir haben in den Schulen ein Riesenbedürfnis, weil die Kinder haben Defizite, die eigentlich kulturell und sportlich zumindest mit denen begegnet werden kann. Und wir können ja nicht, wenn jetzt alle Studien der Jugendpsychologen richtig sind, dass viele Kinder unter Angststörungen leiden, Depressionen und Ähnliches, wir können ja nicht so viel Therapeuten einstellen, um jedes Kind da zu bearbeiten, sondern wir brauchen ja Angebote in der Schule und müssen ja die Experten auch nutzen, die da sind, Kultur, Sport. Deshalb konkret die Frage, in Schule wird ja relativ gut verdient, im soziokulturellen und im sportlichen Bereich, darf ich, glaube ich, hier sagen, ist der Verdienst oft schwierig. Und viele Künstler leben von der Hand in den Mund und haben ja auch während der Pandemie besonders gelitten. Wenn ich mal so fragen darf, wie kriegt man denn im Grunde um die Kompetenz zu sozial vernünftigen Bedingungen in Schule, sowohl von Sport als auch von Kultur, vor dem Hintergrund des Lehrermangels, der sich gerade überall abzeichnet? Haben Sie da konkrete Vorschläge, Ideen? Also in der Kultur passiert einiges. Also was die Projektförderung anbelangt, ist sogar auf Bundesebene, gibt es gerade die Entwicklung von Gutachten, was ist gute Bezahlung oder faire Bezahlung, und auch die soziale Absicherung von Künstlerinnen wird erstmalig richtig ernsthaft diskutiert. Und Frau Pfeiffer-Pönsken hat auch ein Gutachten mit der Kulturkommission in Auftrag gegeben. Darauf haben wir im Kulturrat lange hingearbeitet, haben Konferenzen dazu abgestattet, um diesen immer mehr auf den Punkt zu kommen. Und es geht um faire Entlohnung. Das wird auch nicht ganz einfach sein, das zu etablieren, weil selbst die KünstlerInnen gewohnt sind, sich selber irgendwie schlecht zu finanzieren. Also das wird noch ein langer Entwicklungsprozess sein, aber ist natürlich hoch notwendig. Dafür muss sich dann aber ein ganzes System verändern. Also das, man kann dann nicht bei dem einzelnen Projekt anfangen. Dann müssen wir im Grunde kommunal über die Institutionen denken. Und es gehört eigentlich auch eine Haltung dazu, dass Kulturarbeit Arbeit ist und auch als solche anerkannt wird.
Der Sport, was wünschen Sie sich da? Also erstmal, wir haben ja noch ein immer noch maßgeblich von Ehrenamtlichen getragenes System, wo dann wir Übungsleitungen haben, die auch im Ganztag da sind und nur eine Aufwandsentschädigung bekommen. Und das ist ja auch erstmal etwas, was erhaltenswert ist, weil das ist ganz wertvolle Arbeit. Das, was wir brauchen, weil auch die Vereinsführungen oft ehrenamtlich sind, sind Lotsensysteme, die haben wir hier in NRW. Die müssen wir definitiv erhalten und vielleicht auch nochmal ausbauen. Also wir haben im Moment in jedem Stadt- und Kreissportbund eine Person, die die Zusammenarbeit von der Sportvereinsseite Richtung Schule koordiniert, mit einer halben Stelle vom Land finanziert. Da müssen wir schauen, reicht das noch? Oder wenn die Aufgaben größer werden, brauchen wir da vielleicht auch nochmal mehr. Und das andere ist, wir brauchen auf der örtlichen Ebene langfristige Planungssicherheit. Wir brauchen eben nicht Verträge, die dann für ein Schulhalbjahr geschlossen werden, wenn wir Kooperationen haben wollen. Wir brauchen lange Verträge, weil dann kann auch der Sportverein, der nicht den Ehrenamtlichen hat, der um 13 Uhr in den Ganztag gehen kann, kann auch vielleicht jemanden einstellen. Aber dafür brauchen wir Langfristigkeit und brauchen langfristige Verträge. Das ist hier beispielsweise in Düsseldorf gelungen über einen Generalvertrag mit dem Stadtsportbund. Und dann funktioniert das auch, weil dann kann ich auch diese Personen langfristig beschäftigen zu klaren, verlässlichen und auch sozial fairen Rahmenbedingungen. Da wird dann niemand reich, aber es ist zumindest etwas, wo man faire Löhne zahlen kann. Und das bedeutet, Kooperation braucht Zeit, braucht die Möglichkeit, dann eben den Schulen auch Hilfestellung zu sein, weil wir sprechen natürlich in der Schule oft über Belastung, jetzt gerade nach der Pandemie. Und insofern war das für mich eine sehr spannende Mittagspause. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier ins Studio zu kommen. Ich bedanke mich bei euch und Ihnen, dass Sie heute zugehört haben. Wir haben wieder beraten, was lernen wir aus Corona, und hören uns dazu schon nächste Woche wieder. Schön, dass ihr dabei wart, und einen guten Tag.